Schauen wir mal, ob der Minister auf die Fragen eingehen wird. Ich gehe gerne auf das ein, Herr Abgeordneter Birkelhofer. Ich glaube, wir haben ja wirklich auch im Umweltausschuss eine sehr umfassende, sehr konstruktive Debatte übrigens abgeführt zum 11. Umweltkontrollbericht. Und ich möchte mich anschließen dem Dank, der zum Ausdruck gebracht wurde, dem Dank an die Mitarbeiter des Umweltbundesamtes. Und die Kollegen Rebernick und Kienzel haben ja wirklich auch ausführlich Stellung genommen zu allen Fragen und allen Punkten, die hier aufgeführt sind. Und gerade der 11. Umweltkontrollbericht zeigt schon eigentlich sehr erfreuliche Entwicklungen auf, wenn sehr viele positive Entwicklungen im Umweltbereich. Ich glaube schon, dass das auch zu würdigen ist, wenn Sie sich etwa die Entwicklung der Luftqualität anschauen. Der ökologische Zustand der Fließgewässer hat sich massiv verbessert. Die Treibhausgase sind unterhalb der Obergrenzen im Klimaschutzgesetz. Die Schadstoffbelastung ist zurückgegangen. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger ist fast bei 34% in Österreich, einer der Spitzenmarken im europäischen Vergleich. Bei der Ressourceneffizienz sind wir überhaupt Nummer eins in der Europäischen Union, ebenso bei den Recyclingraten, da sind wir Nummer eins in Europa. Die Umweltwirtschaft wächst dynamisch im zweistelligen Bereich und die Landwirtschaft ist überhaupt ein Musterbeispiel für eine positive Umweltsituation. 20% Anteil Biobauern gibt es nirgendwo in Europa und nirgendwo weltweit. Da sind wir Nummer eins. 80% unserer Bauern wirtschaften nach umweltgerechten landwirtschaftlichen Produktionsverfahren in den Agrarumweltprogrammen. Also alles schlecht reden, das ist die Übung der Opposition. Und ich muss schon sagen, ich habe heute und auch im Umweltausschuss nicht sehr viele Konzepte von Seiten der Opposition gehört, nicht sehr viele Vorschläge. Im Gegenteil, die Opposition streitet untereinander und die Regierung arbeitet. 30 Jahre ökosoziale Marktwirtschaft wirkt. Unsere Umweltsituation ist so gut wie noch nie. Auch auf internationaler Ebene gibt es zum Glück positive Entwicklungen und wir haben unseren Anteil gehabt. Bei den Verhandlungen zum Pariser Abkommen haben wir, und Sie, Frau Abgeordnete Brunner, waren selbst mit in Paris dabei, wir waren sehr aktiv involviert und haben sehr maßgeblich beigetragen zum Zustandekommen des Pariser Abkommens. Und es war das Verdienst dieses Hohen Hauses, dass wir im letzten Jahr eines der ersten Länder der Europäischen Union waren, auf Vorschlag der Bundesregierung, die tatsächlich dieses Abkommen ratifiziert haben. Wir haben mit dazu beigetragen, dass die Europäische Union ein Schnellverfahren verabschiedet hat und somit vorne mit dabei war, damit dieses Abkommen bereits in Kraft ist. Weniger als ein Jahr, das hat es noch nie gegeben und das war auch mit unser Verdienst. Und auch wenn im September 2015 die Weltnachhaltigkeitsziele festgelegt worden sind, 17 sehr konkrete Ziele auf Ebene der UNO-Generalversammlung, das ist eine ökosoziale Agenda, das ist eine Nachhaltigkeitsagenda. Ökosozial ist auch in der internationalen Staatengemeinschaft angekommen, weil ökosozial ein Zukunftsmodell ist. Natürlich. Vielen Dank. Natürlich gibt es, und das ist ja auch im Umweltkontrollbericht entsprechend dargelegt, große Herausforderungen vor uns, die wir zu bewältigen haben im Sinne der Schöpfungsverantwortung, die uns aufgetragen ist, im Sinne der nächsten Generationen. Und natürlich gehört der Klimawandel zu den vordringlichsten dieser Aufgaben. Die Bewältigung, die Bekämpfung einerseits, aber auch die Anpassung an die fortschreitende Erderwärmung. Die Kreislaufwirtschaft und die Erhaltung der Biodiversität sind weitere solche herausragende Herausforderungen, denen wir uns zu stellen haben. Angesprochen auf die Frage von Herrn Abgeordneten Birkelhofer, wie ist die konkrete Umsetzung des Paris-Abkommens? Wir haben schon sehr früh damit begonnen. Auch hier sind wir im europäischen Vergleich sehr viel weiter als viele unserer Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Wir haben im Vorjahr das Grünbuch festgeschrieben mit vier Ressorts, Verkehrsressort, Energieressort, das Sozialressort und mein Ressort, gemeinsam das Grünbuch mit den Optionen erledigt. Zweiter Schritt, öffentlicher Konsultationsprozess eingeleitet, abgeschlossen. Wir hatten hier im
Hohen Haus eine parlamentarische Enquete zum Klimaschutz. Auf unsere Initiative hin, bitte. Unsere Initiative, dass es diese Enquete gibt, die sehr positiv und konstruktiv sich eingebracht hat in diese Klima- und Energiestrategie. Ich bin überzeugt davon, Frau Abgeordnete Brunner und Herr Abgeordneter Birkelhuber, dass Sie schon den Endbericht gelesen haben, der am 22. Dezember veröffentlicht wurde. 720 Seiten Ergebnisse der Konsultationen. Ich habe es gelesen über Weihnachten und ich bin sicher, Sie auch. Wir werden es ja im Umweltausschuss dann sehen. Und wir arbeiten jetzt nach den Arbeitsgruppen sektorell und integrativ am Weißbuch, an der Klima- und Energiestrategie, übrigens auf Seite 20 bis 22, Nachhaltigkeit, Energie ist hier festgeschrieben. Auch die Klima- und Energiestrategie wird Ende Juni im Ministerrat verabschiedet und wird natürlich auch im Hohen Haus zu behandeln sein. Auf dieser Grundlage wird der Klimaplan festzuschreiben sein. Wir sind in der Umsetzung und wir sind vorne mit dabei. Da können Sie sich drauf verlassen. Die Treibhausemissionen sind, das ist richtig, im Jahr 2015 um 3% angestiegen. Sie kennen auch die Ursachen, aber wir sind immer noch unterhalb der Obergrenzen des Klimaschutzgesetzes mit 78 Millionen Tonnen. Das ist auch anzuerkennen. Das Problem, die Problembereiche sind uns bekannt. Das ist der Verkehrssektor nach wie vor mit 90% fossiler Energieabhängigkeit und ist natürlich auch der Gebäudesektor, wo wir leider, da haben Sie recht, einen sehr hohen Anteil an Ölheizungen haben. Da gilt es anzusetzen. Mit der Immobilität, mit dem Paket, das wir jetzt vorgelegt haben, Verkehrsminister Leichtfried und ich, in diesem und kommenden Jahr 72 Millionen Euro gemeinsam mit dem Automobilhandel für die Forcierung der Immobilität, setzen wir genau an diesen Problemstellen an und werden nach einem massiven Zuwachs von Neuzulassungen von Immobilien im letzten Jahr in diesen kommenden zwei Jahren einen neuerlichen Schub in diesem Bereich haben. Das ist die richtige Richtung und das ist der richtige Weg. Das Wachstum, und ich bin Herrn Abgeordneten Breiner sehr dankbar für den Hinweis, und auch Abgeordneter Auer hat gestern bei der Präsentation des Arbeitsübereinkommens darauf hingewiesen, dass gerade das urbane Wachstum, Wien wächst jährlich um fast die Größe von St. Pölten, ist nicht nachhaltig. Dieses Wachstum ist nicht nachhaltig und hier sind die größten Problemstellen auch, gerade um die Speckgürtel, um die Ballungszentren herum. Deswegen gilt es hier dagegen zu halten und mit dem Masterplan für die ländlichen Regionen wollen wir, und wir sind hier schon im Rahmen eines sehr umfassenden Stakeholder-Prozesses dabei, diesen Masterplan zu arbeiten. Es ist auch im Arbeitsübereinkommen auf Seite 22 festgeschrieben, dass wir im Herbst dieses Jahres mit diesem Masterplan auch in der Bundesregierung und natürlich dann auch im Hohen Haus diesen präsentieren werden. Und natürlich brauchen wir die Energiewende, noch einen stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energieträgern. Die kleine Ökostromnovelle ist festgeschrieben, im Arbeitsübereinkommen heute in die Begutachtung geschickt und wir werden es im Frühjahr hier im Hohen Haus diskutieren. Es ist eine notwendige und wichtige Maßnahme zur Stärkung und zum forcierten Ausbau auch der Biomasse. Und die große Öko... Danke. Die große Ökostromnovelle ist ebenfalls festgeschrieben und mit diesem massiven Ausbau der Energiewende bin ich zuversichtlich, dass wir die großen Herausforderungen in diesem Bereich, die im Umweltkontrollbericht dargelegt sind, auch tatsächlich umsetzen und erreichen können. Vielen Dank. Danke, Herr Bundesminister.